Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Ich hatte ja letztens schon die Demo von dem Spiel hier auf dem Kanal gezeigt. Und man konnte ja den Speicherstand dann übernehmen mit in das fertige Spiel und das genau habe ich auch gemacht. Und genau, dann schauen wir jetzt mal weiter, wie es mit der Geschichte rund um Clive weitergeht, der ja irgendwie jetzt hier Vivan heißt in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart. Wenn das dieselbe Person ist, wovon ich ausgehe, 13 Jahre später. Es ist übrigens super heiß, deswegen sitze ich hier im Tanktop, also nicht wundern. Ausgeschlafen. Tut mir leid. Was ist passiert? Na, sagen wir mal Shivas und die Tans. Kleiner Tans hat die Lage verkompliziert. Ach ja, ich erinnere mich. Und? Wie erwartet, die Eisernen ziehen sich zurück. Dann hinterher. Wir haben einen Mann verloren. Und wenn wir ohne Shivas Kopf zurückkommen, erwartet uns das gleiche Ende. Da versuche ich es lieber mit den Eisernen und sterbe aufrecht im Kampf. Allerdings erst nach dir. Okay, es gibt ja auch hier dieses Kompendium. Da kann man auch ganz gut sehen, wie die Leute heißen. Also das sind wir, die Bluthunde. Ja, das sind die beiden Espers und das ist hier der Ort und ein Trägersoldat. Okay. Aber wir sind doch Clive, oder? Das ist einfach jetzt ein anderer Name. So wie ich das richtig verstanden Ich sterbe habe. nicht. Nicht heute. Soll mir recht sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Königreich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hieß es denn, irgendwas mit Rosen, Rosenheim, sagen wir mal, ja, quasi erobert und er ist ja der Sohn der Königin, sage ich jetzt mal, und sie hat ihn leben lassen. Sie hat quasi das Königreich verraten. Ne? Nicht sterben. Na dann los jetzt, die werden nicht auf uns warten. Aber schauen wir mal, das wird sich sicherlich nochmal alles zeigen, beziehungsweise erklären. Zufallsbegegnung. Okay, also gibt es doch Random Encounters. So, jetzt haben wir das Problem hier, ne? Dass ich nicht weiß, wo ich das Bild hinmache. Ich mach's mal hier hin. Die Esper-Fertigkeiten Federwirbel und Feuerschwall für Phoenix können ab jetzt unter den Reiterfähigkeiten im Hauptmenü erlernt und gemeistert werden. Vergiss nicht, dass neu erlernte Fähigkeiten unter dem Reiter Ausrüstung Esper ausgewählt werden müssen. Wie sollen wir dieses Monster denn? Okay, dann machen wir das mal. Ich finde schon das richtige Plätzchen. Ich glaube, hier unten geht eigentlich, ne? Genau, Ausrüstung und Essbar. Ist das jetzt ausgewählt? Ach, hier haben wir jetzt die Ausrüstung. Oh, das ist ja geil. Das probiere ich mal aus. Auch wenn es so einfach ist. Ich meine, wofür braucht man den hier oben, wenn man den da unten hat? Weicht vermeidbaren Angriffen automatisch aus, solange der Ring angelegt ist. Verlangsamt die Zeit. Achso, steht ja auch. Kein Effekt, wenn der andere Ring angelegt ist. Ermöglicht das Auswählen komplexer Kombinationen durch Drücken von Viereck. Solange, ja, das nehmen wir auch. Ermöglicht das auch komplexer Kombinationen. Achso, das ist der. Jetzt habe ich in der Mitte geguckt. Ja, dann benutzt er automatisch Heiltränke. So, die scheinen aber jetzt ausgewählt zu sein, ne? Da gibt es jetzt aber auch keine Alternative. Ja, ich weiß nicht, können überhaupt. Okay, das scheint hier das Skillboard zu sein. Das haben wir ja auch schon mal alles. Ich weiß nicht, ob ihr die Finden, wenn Esper-Probe wir es finden. gesehen habt, das wäre ein Überhaupt anderer nicht. Teil der Wir Demo. töten nur die Frau, die seine Zügel hält. Da wurde das Kampfsystem ja noch ein bisschen mehr gezeigt.
Aber das ist ja auch vollkommen außerhalb der Story jetzt gewesen. Schauen wir mal. Kann man hier nicht irgendwie rennen oder so? Sprinten? So, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach hier. Steinhaut-Tonikum. Es hört sich an, als wenn das gegen Versteinerung hilft. Die Pfade sind alle zerstört. Hier rauszufinden wird die Hölle. Wenigstens gilt das Gleiche für deren Armee und ihren Dominus. Falsche Szene ausgewählt, sorry. Ich habe nämlich mal wieder Probleme gehabt mit dem Bild, aber ich habe das jetzt anders gelöst, so dass ich quasi dasselbe Bild sehe wie ihr auch, was ich ja eh mache, aber halt ohne mein Gesicht. Aber es läuft über OBS, also über mein Aufnahmeprogramm, was ich nutze. Wo sind denn die Zugfallskämpfe jetzt hier? Soll es eigentlich Eis sein, was hier ist? Da sind sie. Ich seh's. Wer sind sie? Tja, Titan scheint die Eisernen ganz schön zugerichtet zu haben. Aber wo ist der Rest? Das kann nicht alles sein. Wer sind denn die Eisernen? Irgendwas! Bitte! Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Sprich hier für eine Sprache. Das ist sie. Der Dominus. Bist du sicher? Die kristallene Orthodoxie ist eine abergläubische Religion der Extreme. Bei den Eisernen wird gelehrt, dass Domini unreine Wesen sind, in Sünde geboren. Nur ihren Priestern ist es gestattet, sie zu erwecken. Und da sind eine Menge. Bringen wir es hinter uns. Coole Sprache. Kämpfen wir jetzt gegen alle gleichzeitig oder was? Ach du Scheiße. Das arme Kind. Erinnert mich irgendwie an die Albed aus Final Fantasy X, die ja auch eine eigene Sprache hatten. Okay. Ja, fängt das schon mal gut an, ne? Die müssen wir jetzt fertig machen, oder was? Ich weiß schon gar nicht, wie das Kampfsystem hier geht. Weil ich zwischenzeitlich was anderes gespielt habe. Achso, genau, auf R1 war ausweichen. Stimmt, das war irgendwie ganz komisch. Und hier waren diese Special Attacks. Die viel zu überpowered sind. Ich hab doch eh diesen Ring an, der automatisch ausweicht. Ich glaube, das ist einfach dann viel zu einfach. Ja. Erste Trophy. Also ich habe noch gar keinen Schaden genommen. Weil der einfach jeder Attack ausweicht. Ja. Ziehen wir den Ring gleich aus, das ist ja viel zu einfach, ne? Gebrochen. Ehre genommen. Sag ich dann nur. Jetzt habe ich natürlich die Special Attacks benutzt. Ich krieg da hier immer mehr Schaden, wie man diesen Multiplikator sehen kann. Er ist gerade bei 1,15. Ne, ich werde nicht gar nicht getroffen. Ich weiche natürlich auch selbst noch ein bisschen aus. Dreckige Esper! Esper, die ist nicht mal verwandelt!
Ich müsste jetzt mal gucken, dass ich die Special Attacks aufspare, bis sie wieder gebrochen ist. Wenn sie das überhaupt überlebt. Ja. Ich hatte auch noch in der Packung von dem Spiel, ich habe das als Disc gekauft, da war auch noch irgendein Zettel drin mit irgendeinem Bonus-Content. Aber ich vermute, dass es auch irgendwie ein Item oder was ist, was das Spiel auch wieder einfacher macht. Habe ich jetzt aber noch nicht aktiviert, aber ich denke, dass es sowieso nicht so spannend sein wird. Uiuiui. Man kann sich hier so cool so hoch teleportieren. Aber ich habe echt gar keinen Schaden genommen, ne? Und selbst wenn, würde der Autor schnell Trank nehmen. Ich meine, es ist jetzt auch der erste Kampf nach der Demo, was muss man dazu sagen, ne? So, gefrorene Träne. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Ein Heiltrank. Stellt 20% der maximalen LP wieder her. Ein Supertrank stellt 40% der maximalen LP wieder her. Und hier noch Stahlseile, die auch zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet wird. Ich vermute mal auch, wir kriegen jetzt ihre Kräfte. Ne? Ja. Wie gesagt, ich glaube immer noch, wir sind Clive und arbeiten jetzt quasi für dieses andere Königreich. Entweder undercover oder... Ja. Ist sie tot? Ich glaube nicht. Los! Worauf wartest du noch? Mich töten. Wir können doch Freunde sein. Ach, ist das deine Schwester? Finger weg. Mach ich das halt. Halt ihn auf. What the fuck? Ach du Scheiße. Ich dachte schon gerade, das wäre Kratos, der auch mit seiner Axt rumwirft. Hast du der Dude gerade pinke Augen? Wimpern? Sie wollen den Dominus räubern. Den nehmen wir mit. Was zur Hölle tust du da? Lordohilda Vemra! Beweg deinen Arsch hierher und hilf mir, verdammt nochmal! Ja. Verzeih, Jill. Okay, ja, Jill. Jetzt fällt mir der Name auch wieder ein. Kann jetzt aber nicht den Ring ausziehen, oder? Das ist mir nämlich ohne Spaß, Leute. Wenn ihr den Ring benutzen wollt, gut, von mir ist das zu lame. Okay, es kann nicht im Kampf geändert werden. Der Dominus. Ich kenne sie. Du kennst sie. Mach auf, Soldat. Glaubst du, das interessiert hier jemanden? Ja, dieser normale Feuerball, der ist auch viel zu schwach, ne? Lohnt sich gar nicht. Höchstens um einen Angriff zu machen, der auf Gegner geht, die man jetzt im Nahkampf nicht erreichen kann. Und da als Combo, aber selbst das ist hier nicht der Fall. Folge mein Befehl, Wyvern. Ach, willst du jetzt auch noch aufs Maul oder was? Kopf ab, ohne Widerrede. Ganz schön brutal. Ich kann nicht und werde nicht. Sag doch, dass das Kaiserreich verrat. Sag doch, dass deine Schwester ist, Mann. Verrat. Eurem Kaiser hab ich nie die Treue geschworen. Ihr habt mich vielleicht gebrandmarkt, aber nicht gebrochen. Ich kämpfe nur für mich. Jawohl. Du meinst, das tue ich nicht. Wenn diese Mission hier fehlschlägt,
Ach guck mal, er knollt da aber, auch wenn ich selbst ausweiche, ja. Okay, wenn ein perfektes Ausweichen ist, dann gibt's hier auch so einen Konter. Acknowledged, ja, also er erkennt das an. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Okay, jetzt habe ich extra meine Skills hier aufgespart, damit ich sie jetzt hier rauffahren kann. Aber ich hätte wahrscheinlich besser gewartet, bis dieser Multiplikator ein bisschen was höher ist, ne? Aber ich glaube, der steigert den auch, ne? Wyvern! Hast du vergessen, wer dich von der Front geholt hat? Dich trainiert hat? Dass ich nichts wie dir einen Namen gab? Ja, jetzt hat er mich getroffen. Du sprichst, als trügen wir nicht das gleiche Brandmal. Ich hatte einen Namen. Den habe ich nicht vergessen. Ja, klar, ey. Willst du dich also weiter an deine Vergangenheit klammern? Dann sollst du sterben. Das hättest du vor 13 Jahren schon. Ja, ich glaube, das macht deutlich mehr Spaß, wenn man ein bisschen Herausforderungen hat. Man konnte ja jetzt auch keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Können wir gleich nochmal im Menü gucken. Ja, ich bin ja auch nicht so ein Fan von den ultraschweren Schwierigkeitsgrad, gerade in so actionbasierten Spielen. Also in taktischen Spielen ist es nochmal was anderes. Aber ich würde sagen, das ist ja eher jetzt mehr Action als Taktik geworden, die Final Fantasy Serie. Ja, aber dieser Phönix-Schlag, dieser Warp mit einer Attack, der macht jetzt auch nicht sehr viel mehr Schaden. Ach, jetzt seht ihr nicht die XP, die ich hier bekomme. Okay, es ist aber nicht viel gewesen. 94. Und ich bin Level up. So, Vajrit. Das wird auch für zur Herstellung benutzt, also alles klar. Die freuen sich hier, Jungs. Jetzt macht sie bestimmt irgendeine Aktion, um sie alle zu killen. Ne, sie schläft noch. Nee, das sieht aber nach Blitz aus, nicht nach Eis. Ist das etwa Yves? Der ist der Ramu? Das ist ein Wolf. Ah, ist das nicht Sid? Hier lang. Sid! Ja, das ist Sid. Eine kurze Erklärung, falls ihr die Esper-Probe nicht gesehen habt, das war ja quasi dieser zweite Teil der Demo, wo nochmal mal das Kampfsystem ein bisschen mehr vorgestellt wurde. Da hat man auch Sid dann, ja, was heißt kennengelernt? Man hat mit ihm, er war dabei. Verdammter Wind. Los, komm mit. Sid ist übrigens auch ein Charaktername, der eine Tradition in der Final Fantasy Serie hat. Also es gibt eigentlich in jedem Final Fantasy Teil einen Charakter, der Sid heißt. Und ja, im siebten Teil zum Beispiel konnte man ihn auch dann spielen. Also sie war in der Gruppe mit. Und hier wird die Tradition natürlich auch nicht gebrochen. Mist. Auf jeden Fall coolen Soundtrack. Soundtrack jetzt. Das ist jetzt.
Wer ist dieser Wolf? Ist das unser Hund? Den wir... Ich habe ihn ja immer Geist genannt. Und da dachte ich ja auch, ist das jetzt die Mutter von ihm? Aber es kann ja nicht sein, 17 Jahre später. Hugo, Schatz. Ein stolzer Wüstenlöwe. Hättest wohl doch auf den Hasen achten. Kann man das nicht hier sehen, wer sie ist? Genau, Benedicta heißt sie. Die gab's auch in dieser Esper-Probe. Aber wir werden sie sicherlich ja noch kennenlernen. Das Königreich von Valut. Die letzte verlorene Nation aus dem östlichen Kontinent Ashra. In der Hauptstadt Stornhaya. Auch der Mutter Kristall. So viele Wörter. Drachengrad steht. Valut ist ein kriegerisches Königreich, das andere Reiche mit der beeindruckten Stärke seines Militärs davon abschränkt, offensive Züge zu wagen. Mit Dalmekia, der Republik des Südens, Stürmend unterhält das Königreich durchaus diplomatische Beziehungen, jedoch nur so weit, wie es ihm selbst Nutzen bringt. Ja, das ist alles ein bisschen viel, ne? Wer ist denn jetzt das hier? Und wo ist das? Aber das werden wir wahrscheinlich ja noch erfahren. Was ich auf jeden Fall geil fände, wäre so eine Weltkarte. Ich hatte mir mehr von Titan erwartet. Schauen wir mal. Dem Eissturm hast du getrotzt. Allerdings. Das heißt, dieser Muskelprotz, oder? Musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich erobern willst. Milady, es donnert. Und ich fürchte nicht zum letzten Mal. Nicht wahr, du verfluchte Schlange, Sid? Macht euch bereit. Wir haben zu tun. Sie gehört jetzt auch quasi zu diesem Königreich Valut, ne? Nehme ich mal an, dass das hier der Aggressor ist. Und sie wurde von diesen Eisenmännern entführt. Ja. Ist das wirklich du? Es ist doch auch ihr Hund. Sein Hund. Und wenn das nicht ein fabelhaftes Tier ist. Der Große hat dir gerade dein Leben gerettet, weißt du? Ja, ich muss nochmal hier unterbrechen zu diesem Hund. Den gab es natürlich auch in der Demo. Sidolphus, hier heißt er. Und ich habe schon in der Esper-Probe gesagt, instant mein liebster Final Fantasy-Charakter, der Hund. Torgal. Torgal, genau. Sein Name ist Torgal. Ach, ihr kennt euch. Na gut, dann kümmert sich endlich jemand um ihn. Witzig. Hätte gedacht, du wärst eher der Chocobo-Typ. Wir können beides sein. Clive Rossfield. Okay. Komm schon. Für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Den Gerüchten habe ich nie geglaubt. Aber du lebst ja wirklich. Keine Sorge. Bin nicht wegen dir hier, mein Hübscher. Für sie hingegen habe ich mir die Hände gern schmutzig gemacht. Das wird schon wieder. Eine Zweitmeinung kann aber nicht schaden. Pack sie drauf. Kein Schritt weiter. Ich mein's ernst. Was? Soll sie hier liegen bleiben? Bei uns wär's gemütlicher.
Ist schon gut. Warum kommst du nicht auch? Willst du ihr nicht helfen? Sid, wenn wir zu spät kommen, schimpft Charon mit uns. Das Hodor? Ein bisschen schlauer Hodor. Ich werde dir alles erzählen, sobald wir da sind. Komm. So, also der Große, der entspricht auf jeden Fall richtig dem Klischee. Götz heißt er, des freundlichen, sanften Riesens. Nice. Ich kann es nur sagen, der Hund ist auf jeden Fall unser bester Freund jetzt. Der fightet auch nachher mit, richtig geil. Also der Hund ist wirklich, der Hund hat richtig Eier. Ah, guck mal, hier ist ja die Weltkarte. Okay. Wir sind hier. Also ich glaube, das ist unser, hier, wie hieß es denn, Rosalia? Kann man jetzt gar nicht sehen. Hier ist ein Versteck. Und da irre ich mich. Hier gibt es ja ganz schön viele andere. Und hier scheinen auch irgendwelche Türme zu sein, was es wohl damit auf sich hat. Das habe ich auch schon mal irgendwo im Hintergrund gesehen, diesen Berg hier. Aber da scheint es ja mehrere zu geben. Ist das eine Insel? Ja. Okay. Das ist jetzt aber nicht, dass noch irgendwo Land ist, ne? Okay, dann gibt es hier 4 von diesen Major Cities. Und hier scheinen auch irgendwelche Grenzen gezogen zu sein. Also hier in der Mitte ist was. Hier ist eine Grenze. Hier unten. Die haben aber keinen... Doch, das gehört hierzu. Dann ist hier irgendwie noch so ein Pfad. Hier oben ist noch was. Ja, und halt hier, ne? Aber kann natürlich auch sein, dass das hier irgendwie zusammengehört. Aber wir werden es sehen. Wir werden sehen, auch vor allem, was das hier ist und so. Schauen wir mal. Stand da nicht auch eben irgendwas von Zufallskämpfen? So, totes Land. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Die ist sehr storylastig auf jeden Fall. Ich kriege auch so krasse Game of Thrones-Vibes, aber ich find's recht geil, Leute. Ich find's, feier das richtig, die Story. Auch wenn ich da noch viele Fragen habe. Das Versteck. Zentrales Türm. Ich war ja auch so, da war ein Mori. Ich war das ja. Ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Jawohl. Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ja, nochmal kurzes Statement zu den Outfits.
Ich dachte, dass mich das wesentlich mehr stören wird. Also der Sid, der hat schon hier so einigen mit dem Kragen und so, sieht schon so ein bisschen over the top aus. Aber ich finde, das geht alles noch. Auch so seine Rüstung und so, sieht cool aus, ritterlich. Und auch die Leute, die hier rumlaufen, sind jetzt nicht so super fancy. Ich finde, das geht alles klar. Umgebungskarte. Okay, hier mit dem, ist ja auf dem PlayStation-Controller, gibt es ja hier dieses Touchpad in der Mitte. Da kann man auch drauf klicken. Damit kann man wohl die Karte öffnen. Machen wir direkt mal. Okay, hier ist die Krankenstube. Da dürfen wir natürlich nicht rein. Und hier ist quasi das Ziel. Ja. Der Schokomoppel. Das scheint eine Bar zu sein. Zur weichen Deichsel. Lagerraumtränke. Ja komm, wir sehen uns einfach mal ein bisschen um hier. Was denn? Immer noch Hunger? Mal sehen, ob ich noch was für dich hab. Das ist aber nett. Trägt Sympathiepunkte, die Frau. Ah, ist das ein Schmied? Ein starrsinniger Schmied. Hier, mit dem scheinen wir noch nichts machen zu können. Kann man hier auch springen? Ja. Cool. Der Boden im Waschraum hält also wieder? Ja, der hält. Ich hatte ja auch schon im letzten Part auch schon starke Witcher-Vibes. Aber das ist ja auch kein Open-World-Spiel hier. Sid hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war. Mit der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr werden. Wir müssen ihm nur ein wenig auf die Sprünge helfen. Okay, das gibt mir jetzt auch irgendwie so Gothic-Vibes hier. Okay, ich check nochmal das Menü ab. Was haben wir denn hier Schönes? Komm, fangen wir mal ganz links an mit der Weltkarte. Die haben wir schon gesehen, habe ich ja eben schon ausführlich kommentiert. Okay, hier steht nochmal die, das Journal, die Mission zu sein. Die Nebenmission, sowas gibt es ja noch nicht. Achso, ja genau, ich wollte auch die Ausrüstung, die Ausrüstung abändern, beziehungsweise ablegen. Komm, ich glaube, ich lasse das alles. Ich lasse es alles. Hier gibt es ja noch keine anderen Sachen. Wenn es da jetzt ein besseres Schwert oder so gibt, nehmen wir das. Aber ja, die Fähigkeiten, da könnten wir auch schon irgendwas machen. Drücke unmittelbar nach einem anderen Angriff Dreieck, um den aus nächster ein Magiegeschoss nachzulegen. Ja, sieht man ja auch im Video, dass er den dann noch so weghaut. Ah, dann würde ich eher das Ausweichen nehmen. Ich weiß nicht, dieser Fernangriff ist irgendwie nicht so stark. Sparen wir mal die Punkte hier. Hier gibt es ja noch einiges anderes. Ist das ein neuer Skill? Feuerschwall. Ah, okay, das ist tatsächlich ein neuer Skill. Aber dafür müssen wir dann einen anderen ablegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hier scheint eine Ulti zu sein. Was ist das denn hier? 25 kostet das nur? Das ist ja geil. X und Viereck. Die können wir ja quasi alle lernen. Okay, das Aufladen ist auch geil. Dieser Double Jump. Ja komm, das lernen wir auch mal. Das ist auch cool. Hier gedrückt halten, um aufzuladen. Das mache ich auch. Ich glaube, ich lerne die alle hier unten. R2... Ach, da kann man die taunten. Das ist aber auch kompliziert. Dieses Touchpad und R2 drücken. Okay, das ist auch irgendwie ein Muss, dass man sich sofort wieder fängt. Ja komm, ich lerne die mal alle. Das hier ist ein Double Jump in der Nähe von Gegnern. Und das ist hier dieses Taunten. Gucken wir mal, ob wir das brauchen. Es hilft doch nichts. Das wissen wir erst, wenn du die Medizin nimmst. Die Äpfel sind mir viel zu sauer. Willst du lieber gar keine haben? Jetzt auch noch am Meckern hier. Okay, aber viel scheint man hier ja nicht machen zu können. Dann musst du mit Schneedorn sprechen. Ich guck mal hier oben noch. Aber es gibt jetzt keine Karte hier in-game. Also nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt irgendwas verdecken. Da ist tatsächlich nichts an der Stelle. Ah, guck mal, hier müssen wir hin. Dann reden wir mal hier mit Sid, denke ich mal.
Mit einer Eule, Harry Potter-Style. Arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Das kann man doch heutzutage weglasern lassen. Unter Make-up. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Ja, was für Gefallen. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Okay, diese Domini scheinen ja diejenige zu sein, die Esper rufen kann, und Träger sind vielleicht dann diejenigen, die diese Kräfte haben, so wie der Clive hier. Und Sid scheint ja auch irgendwie Kräfte zu haben, du mit seinen Witzen. Bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Sag ja. Machst du mit? Ich meine, was haben wir für eine andere Möglichkeit, ne? Haben wir jetzt Sid, richtig? Den Vorgesetzten gekillt. Das wird ja nicht ohne Konsequenzen bleiben, wenn das jemand rausfindet. Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Wie ich Leute hasse, die ihre Kippen in irgendein Essen ausdrücken, ne? Ja, kein Aschenbecher. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Hier, vielleicht können wir jetzt mit dem Schmied irgendwie interagieren. Oder irgendwas kaufen. Hier denn noch? So, das ist die Krankenstube, wo die Schwester ist. Da frage ich mich auch, wie ist denn die Schwester jetzt zu einem Dominus geworden?
War sie vorher doch auch nicht. Er, oh nein. Er bewegt den. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Was sie alle für Namen haben, Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier, nimm das hier mit. Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Echt eine ganz komische Synchro-Stimme, ne? Ja, gehen wir erstmal zum Schmied. Moin. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Ja, dann gib ich dir mal den rum hier. Alter Suffkopf. Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Diese Alkoholiker tun alles für Alkohol. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Ja, ist aber nett. Okay, Gegenstände herstellen. Beim Schmied kannst du deine Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst. Wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste und halte X, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. Ein Eisengurt plus 1. Das ist jetzt was, was wir herstellen, ne? Verstärken können wir nichts. Ja, dann hauen wir mal den Eisengurt jetzt hier raus. Dann haben wir auch ein normales Item und nicht diese Cheat-Items, sag ich jetzt mal. Wird direkt ausgerüstet. Und damit sind wir quitt. Ich wollte das eigentlich. Wenn du mehr willst, bring dein eigenes Material. Ich wollte das eigentlich jetzt auch direkt verbessern. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Okay. Ja, Sid scheint auch nicht so dieser, weiß ich nicht, simple Charakter zu sein, der irgendwie nur Gutes will und ein Zeitregister scheint wohl auch irgendwie seinen eigenen Kopf zu haben, seine eigenen Pläne zu verfolgen. Finde ich ganz gut. Muss nicht immer so dieser alle best friends sein. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Charons Bütchen und neuen Schmiedebauplänen in blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem, ja, was ist das? Kreissymbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Okay, das kann man jetzt. Ah, doch. Fass dich kurz. Und was darf sein? Guck mal, jetzt haben wir hier noch ein Schwert, was wir machen könnten. Und hier, das können wir auch nicht verbessern, dafür haben wir nicht genug von diesem Material. Guck mal, das Breitschwert plus 2. Achso, da braucht man ein Breitschwert plus 1 für. Aber wieso dann. Achso, nee, verstärken, okay. Ach, das wird direkt hier als plus 1 hergestellt. Aber wir könnten einen Armreif machen. Das bringt aber einfach nur Verteidigung hoch. Na gut, aber ich glaube, wir haben ja schon einen Armreif. Ich würde das eher sparen für eine neue Waffe. Ich bin eher immer so ein Fan von Angriff ist die beste Verteidigung. So, jetzt mit Götz reden. Das bringst du gleich wieder zurück. Und sag dem Hohlkopf, dass ich nur für Dinge bezahle, die ich auch bestellt habe. Herrische Greisin. Der schläft, der Junge. Okay. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft.
Hol Decken und nicht trödel. Wen haben sie denn jetzt da geholt? Die scheinen auch so Markierungen im Gesicht zu haben. Guck mal, die Alte scheint sich das so weggekratzt zu haben. Die hat da so eine Narbe im Gesicht. Das finde ich ja cool. Dass man da so wenig Bock drauf hat. Das ist wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser. Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Immer passt gar nicht, Leute. Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Ja, dem geht's nicht gut, der Junge. Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Okay. Spiel ich halt den Laufburschen. Taya war die Frau bei Jill. Vielleicht geht Jill auch schon besser jetzt. Gucken wir mal nach. Moin. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ja, doch eine Narbe im Gesicht. Hab ich doch gemacht. Jetzt gehen wir heimlich rein. Nee. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Pacing ist irgendwie ein bisschen langsam einfach, gerade. Seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Ich bin die Treppe hochgelaufen, hab der Alten Bescheid gesagt. Man hätte auch hochrufen können. So. Nebenaufträge. Ja, das lege ich jetzt mal nicht alles vor. Das kann man sich ja denken, dass es hier Nebenaufträge gibt. Sie hat doch den Hund gefüttert. Also sie hat auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Ja, zwei unterschiedliche Augenfarben. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du Neuling hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive. Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Ist ja gut, ich bezahle ja. Chill doch mal. Das liegt jetzt auch nicht vor, also man kann die Sachen nicht kaufen.
Also kann man scheinbar jetzt hier das Breitschwert kaufen. Was ja auch besser ist als das kaiserliche Soldatenschwert, was wir haben. Und das dann beim Schmied verbessern. Soll man das mal ausprobieren, ob das geht? Ich kaufe das mal. Du machst mich noch arm, mein Junge. Was für arm? Du hast 500 Gold, Gil bekommen. Ach, bist du... Ach, guck mal, der Hund. Jetzt stehst du also zu ihm? Was hab ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Ach, das sagt ihr doch jetzt nur mal so. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Sag ich doch, der Hund ist nice. Der Hund war schon nützlicher als alle anderen Charaktere. Ja, die Vorräte. Sag mal, hier ist schon wieder. Okay, der Arretstein. Der Arretstein ist nun verfügbar. Ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedene Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Ja, cool. Sollen wir das jetzt mal machen? Aber ich würde eigentlich... Okay, ich muss es machen. Ich komme hier gar nicht raus. Ich wollte eigentlich das Schwert noch verbessern. Die Halle des ewigen Eifers. Okay, let's go. Bla 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 bla. Ich muss alle kaputt hauen. Ach, das sind auch hier diese Goblins, die wir schon aus dem Anfang kennen. Ach guck, man sieht jetzt links auch die Kombos hier. Es gab doch jetzt genau diesen neuen Attack. Den Satz. Bleib liegen! Genau, dieser neue Attack. Das kann man ja eigentlich ganz nice kombinieren, wenn man den weghaut. Mit diesem Dreieckschlag. Moment, wenn ich den jetzt einfach haue. Okay, ich glaube, es kommen aber jetzt hier tatsächlich immer neue Gegner. Also ich meinte, diese Kombo hier. Ne, das hat nicht geklappt. Geht das denn? 1, 2, 3, 4. Die Attack und dann direkt hinterher sliden mit X und Fähig. Ja. Und dann ist auch schon fast down. Wir müssen ja jetzt auch nicht ewig hier Gegner kaputt hauen. Ja. Ja, machen wir die Übung beenden. Okay, jetzt können wir raus. Dankeschön. Fertig. Noch nicht mal was bekommen. Zwei Heiltränke in vier Säcken. Wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Okay, jetzt geht's schon los hier. Ja. Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Weltpunkte entdeckst, die zu Obelisken genannt werden. Okay. Ja, können wir uns hinterher. Ich gehe auch noch zum Schmied und gucke, ob wir das Schwert jetzt noch verbessern können. Siehst du nicht?
nicht, dass ich beschäftigt bin? Ist mir egal. Das darf sein. Ja, das können wir verbessern. Dann machen wir das doch, ne? Aber wir hätten es auch direkt schmieden können hier, ne? Das ist aber viel teurer. Dann machen wir das. Kannst mir später danken. Die plus 2, das können wir tatsächlich auch schon machen. Ja, schon besser. Jetzt hat es auf jeden Fall 100. Ja, cool. Aber ich meine, jetzt um noch irgendwas anderes zu kaufen und zu verbessern, haben wir wahrscheinlich kein Geld. Und wir scheinen ja auch nochmal wiederkommen zu können. So. Was hat sie jetzt da für Symbol? Na, wen haben wir denn da? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Das kostet 400. Wo steht denn unten links? 16 haben wir. Ich bin halt so ein Sammlertyp. Ich will nichts verkaufen eigentlich. Fertig? Also was mich bei diesen Tränken und so weiter wundert, ist, da steht jetzt 4 von 4. Heißt es, wir können nur maximal 4 haben oder 4 während des Kampfes? Scheinbar schon, ne? Dann haben uns diese 2 Tränke gar nichts gebracht. Na gut. Hier scheint es aber noch einen Nebenauftrag zu geben. Hammer, Nägel, Holz. Hier scheint es auch noch einen zu geben. Was ist das hier? Mnemothek. Orchestrion. Ich habe gehört, sie seien ihren Herren in der kaiserlichen Hauptstadt. Ich habe irgendwie nicht so viel Bock auf die Nebenaufträge. Ich glaube, die sind ziemlich langweilig. Mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ja, ich hol dir Holz. Ah, du da. Wie gerufen. Ja, du, ich hol dir Holz. Du kannst bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Nein. Nicht jetzt. Na gut, ich helf dir. Ah, danke. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Okay, ich hab den Satz weggeskippt. Mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister. Aber ewig steht nun mal leider nicht. Warum müssen wir die Wände hier stützen? Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt. Okay. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Im Wald. Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Muss ich jetzt echt von A nach B laufen, Leute? Und dann auch noch so, hallo, wie geht es dir? Ja, hier, ich habe Holz. Dafür will ich aber, dass du mehr Korn bringst. Ein lernbegieriger Bewohner. Es hilft doch nichts. Die Äpfel sind mir viel zu sauer. Also es ist sowieso fraglich, ob wir hier die Nebenmissionen alle durchziehen, wenn das hier so langweilig ist. Ich rede mal mit dem Dude hier. Gib mal Holz. Entschuldigung. Was hast du jetzt für ein Problem? Der Warum Mann, machst du der kein da drüben Holz? Was repariert will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Okay, das war ja jetzt einfach. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Vor allem, das sind ja keine 100 Meter, ne? Also gut. Bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Die sind jetzt in unserer Tasche. Also nee, das ist mir wirklich, die Quest ist mir wirklich zu blöd. Total einfallslos. So, Fisch. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Hier hast du dein scheiß Holz. Eine Holzplanke. Ist das genug? Das reicht locker. Klingt ja roh. Ach, ich mach nur Spaß. Blablabla. Was für dich? Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich. Jetzt will mir noch Gold geben oder was auch immer. Jetzt kriegen wir noch XP. Ja, so ein bisschen. Ein paar Sachen. Wertgegenstand kann für Geld verkauft werden. Okay.
Ja, also die Quest war auf jeden Fall mega lame. Setzen 6. Guck mal, was es hier noch für eine Quest gibt. Die wird wahrscheinlich genauso langweilig sein. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Jawohl. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten... Ja, das mache ich sehr gerne. Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Die Dankbarkeit sollte eigentlich schon genug sein, aber gut. Meinetwegen. Fabel, Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, drei äußerst hungrig... Ich skippe mal so ein bisschen durch den Dialog durch. Ich glaube, das ist jetzt kein Drama, wenn man da verpasst, was der für eine leckere Suppe gekocht hat. Jetzt bin ich wirklich hier die Bedienung, oder was? Ich muss jetzt nicht noch mit jedem Einzelnen reden. Bitte. Danke. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein mein alter Dienstherr. Trotz ja, es interessiert mich nicht. Ja, ich würde mir schon gerne Zeit nehmen für die Leute hier, aber ich habe auch andere wichtige Aufträge zu tun. Dein Essen. Ja. Darauf habe ich gewartet. Ach. Ja, erstmal so guckt und dann so überlegt und dann so, ah. Sieht aber köstlich. Du bist neu hier, oder? Naja, wenigstens hat er... Das will ich hoffen. Ja, vor allem 500 Gil bekommen wir, glaube ich, dafür, ne? Guck mal, da oben sitzt der Feine hier auch noch. Ja, lass mal den einfach lesen, ne? Sieh an. Ackerbau braucht so... Ja. Ach, danke. Ich bin Invalide. Schön, aber... Invalide. Ja, ja. Ja, dann ist okay, ne? Wenn er nicht, Also zurück zu Kenneth. Was ist denn hier? Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Der sieht aus wie so ein Maester aus Game of Thrones. Seid ihr neu hier im Ein Gelehrter. Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir euch willkommen. Das ist bla, bla, bla. Deshalb nennen mich ja einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen... Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die sind alle sehr redebedürftig hier, ne? Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören. Möchtet ja. ihr mir für... Nein, ich will nicht. Aber was ist es? Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Okay. Die Memothek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdenkt. Seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder die Geschichte Valisteas. Im Verlauf der Handlung wird der Harpuskrat ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Ereignisse im Companion angesehen ich werden. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Ah, ist ja cool mit der Pixelart. Welches Thema wollen wir heute behandeln? So, Personen. Das sind wir, das ist unser verstorbener Bruder, unsere Schwester, unser Hund. Ja, da scheinen wir einiges verpasst zu haben. Das hier ist der Titan-Dude, ne? Der König. Der unnahbare und nachgiebige Banas Tama, Gründer und Herrscher eines sagenwurm Königreich. Der sieht aber relativ normal aus, ne? Der Verwalter des Verstecks. Und wer? Elvin, das war doch unser Vater, ne? Genau, Rosaria hieß dieses Königreich. Politik und Landeskunde. Hier gibt's aber keine Map oder so, ne?
Großherz, du, Rosaria. Ist jetzt Versteck. Rosalith war dann die Hauptstadt oder wie? Was Rosfield? Also es gibt hier Rosaria, Rosalith und Rosfield. Schloss Rosalith. Okay. Ja, es ist alles ein bisschen viel, ne? Nach der Flamme. Das ist auch so Game of Thrones mäßig, dass das extra so einen Namen hat. Das Ereignis. Okay. Alles klar. Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass man hier nochmal nachgucken kann. Aber gibt's das nicht auch im Menü einfach? Dass man hier in diesem Kompendium... Ne, hier ist nur die Karte. Ah, da können wir uns jetzt hin teleportieren. Aber hier ist das jetzt... Genau, das sind nur die Aufträge. Okay, da muss man extra zu dem Dude hinlaufen. Falls man was nachgucken will. Aber wir wollen jetzt erstmal unsere Belohnung hier haben, ne? Schon raus. Alles erledigt. Das war ein Träger, aber kein... Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament. Ja, bla bla bla. Außerhalb dieser Mauern sind wir sprechend im Versteck. Das ist doch... Aber danke, Klein. Ich habe das jetzt mal alles weggestippt. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber es ist einfach langweilig, was der da labert. Okay, jetzt haben wir die Kiste schon scheinbar... Schon geplündert? Oder haben wir noch eine extra Belohnung bekommen? Okay, oh, man muss da X drücken. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach krass, man hat noch eine Kette bekommen. Die wollen wir natürlich direkt ausrüsten. Komisch, dass wir nicht danach gefragt wurden. Ach, wir haben doch sowieso... Nee, das ist das Einzige, was wir jetzt haben, ne? Erhöht den Verteidigungswert um 10... Ja, die Sachen lassen wir weg. Das ist Easy-Mode. Hier gab es doch noch irgendwas Neues auf der Map. Der Stein. Die Mimothek. Okay, das hört sich danach an, als wenn man da irgendwie Musik hören könnte. Hören wir mal rein. Okay. Na gut, lassen wir das mal. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, hier rauszulaufen jetzt, um auf die Weltkarte zu gelangen. Ich guck mal, ob das geht. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Und das scheint sogar so eine Grenze zu sein. Okay, ich würde aber mal einen kurzen Break machen, Leute. So, ja, dann hauen wir mal ab hier in den Grenzwald. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Also hier wurde jemand gesehen, der auch Feuer-Esper-Kräfte hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir sind jetzt hier mit Cid unterwegs. Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Schiff auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar? Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ah, das ist der Hund. Nice. Moin. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Hier raufspuren. Müssen wahrscheinlich jetzt ja ein paar Folgen. Togal hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Cliffs Seite. Mit nach Digipad nach links kannst du zwischen Schnellmenü und Togal kommen und wechseln die folgenden. Drei Befehle können gegeben werden. Angreifen, Vita, heilen, auf Clive wirken. Das ist schon mal mega geil. Brauchen wir keine Heiltränke mehr. Und anfallen, Gegner in die Luft schleudern, auch cool. Zeitiger Beistand. Mit dem Hilfsaccessoire Ring des zeitigen Beistands braucht Togal keine Befehle mehr.
Solange dieser Ring auskostet, wird Toga je nach Situation automatisch angreifen und heilen. Was ist eigentlich? Habe ich eigentlich geil. Die Bestien erwähnt? Tödliche Viecher. Aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Aber schauen wir mal, ob wir das auch so schaffen. Wieso kann ich jetzt hier nicht sprinten? War bestimmt gleich ein Fight. Ja. Vielleicht sind das Freunde von Torgal. Ja, Isegrim gab es auch schon mal in Final Fantasy. Schöner Flächenangriff hier. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen einfach hier. So, Level up. Wir haben noch einen weiten Weg. Die Grafik ist auf jeden Fall mega. Nach einem Bossfight aus. Scheinbar jetzt hier erst später stattfindet. Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Er sucht Beute. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes Viech. Wird ihn ja füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Nee, nicht den Hund. Da hört der Spaß auf. Auf jeden Fall nicht mehr diesen schlimmen Tokyo-Hotel-Cut wie am Anfang. Oh, hier kommen jetzt aber einiges, ne? Von den Sträuchern hier solltest du nichts pflücken. Und das fällt dir erst jetzt ein. Die Fights sind tatsächlich ein bisschen zu einfach. Erledigt. Ich gehe wieder vor. Okay, die Items sammelt er auch automatisch auf. Außer hier liegt irgendwas. Nach dir. Herzlichen Dank. Ich bin Gentleman. Das ist ja Ladescreen. Ruinen. Sogar hier gibt's die. Okay, das sieht aus vom Bau, von dem Baustil wie aus dem Versteck. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen. Ja, wo sind die, bleiben die Gegner? Ach da. Jetzt wieder ein bisschen mehr aufs Ausweichen achten. Was
glaube, es ist tatsächlich auch sinnvoll, dir diese Special Textur herauszuholen, damit man die Combo-Anzeige schneller hoch macht, um dann insgesamt mehr Schaden zu machen. Kann er das einfach spammen, den Heilzauber? Das heilt aber nicht sehr viel, ne? Das lohnt sich ja kaum. Okay. Ja, das Heilen, wenn das nur 5 Leben heilt, dann kann man sich das auch sparen. Man kann es auch scheinbar spammen, wenn das jetzt einen Cooldown hätte und irgendwie, weiß nicht, 100 halt, sagen wir mal, und dann irgendwie nur einmal die Minute. Wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. Hier scheint es nicht mehr lang zu gehen. Schade um die schöne Abkürzung. Ach, da müssen wir zum Hund. Was ist Togger? Okay, mit L3 kann man scheinbar dann den Zielort markieren. Danke, Togger. Wie schön es regnet draußen nach der ganzen Hitze. Die scheinen auch irgendwie schwach gegen Feuer zu sein, ne? Hä, war es das schon? Was soll das denn? Ich mag Wölfe. Ich glaube, das interessiert dich nicht. Du bist erledigt! Du bist erledigt! Die Special Attacks sind viel zu krass. Die armen Biester. Das habe ich nicht gern getan. Nein. Ich hoffe nicht. Es musste sein. Okay, wir können uns auch den Weg weisen lassen. Hier lag ja nichts mehr, ne? Jetzt kommt bestimmt der Bossfight. War so ein kleines Foreshadowing eben. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Das sollte nicht zu lange dauern. Ist ja eine tolle Abkürzung. Ist doch kurz. Ich glaube, ich hau jetzt immer alles raus. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Das also den Cooldown abzuwarten, ist ja auch angequatscht. Aber es scheint mehr zu heilen. Jetzt habe ich sie kurz vorher benutzt, aber ich glaube, Mensch, das ist eh egal. Ihr seht das ja auch gar nicht mehr wegen der wegen dem Screen. Aber ich meine, so wichtig ist es jetzt auch nicht.
hat wohl schlecht geschlafen. Da wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. Ja, komm. Ob er das nochmal kann? Nicht, wenn wir ihn vorher töten. Der tötet ihn vorher. Ich finde die Kämpfe, ich sag, ein bisschen zu einfach. Vielleicht wird das noch. Ich meine, ich finde es ja schon irgendwie blöd, dass man jetzt nicht alle Ausrüstungsgegenstände, die man hat, nutzt. Aber ich glaube, ich gucke echt gleich nochmal an den Schwierigkeitsgrad. Hey, das ist jetzt Slow-Mo. Vielleicht habe ich echt den Schwierigkeitsgrad nicht hochgestellt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Schau mal gleich mal. Knarrige Schuppe. Zeig dir mal seine Blitzkräfte. Jetzt one-hittet er ihn bestimmt. Du bist ein Dominus. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. Ja, Ramu, hab ich doch gesagt. Heimsuchen vor allem. Sid. Wenn du Domini und Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon hab, dasselbe wie alle, was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Okay. Ich guck mal in das Menü, ob man hier den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Action fokussiert. Ich glaube, das ist sogar schon das Schwierigere. Ich glaube, mehr kann man hier tatsächlich nicht einstellen. Nö. Ja. Okay. Wenn man schon hier diesen Ring und alles hat. Was genau hast du vor, wenn du diesen und dann noch auf Story Focus, muss man ja gar nichts mehr machen. Findest. Was glaubst du? Ihm blöd, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneid ihm die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du machst einem ja Angst. Es gibt wahrscheinlich später noch so optionale Herausforderungen, die dann knackig schwer werden. Wie komme ich denn jetzt an die dran? Ist einfach nur abschießen oder was? Ah, man kann sich scheinbar runterhauen.
Genau, ich kann auch das auch aufladen. Ja, also die Demo mit der Esper-Probe war auf jeden Fall an einigen Stellen ein bisschen herausfordernder. Das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Das Kampfsystem hat auch auf jeden Fall viel Potenzial, so ist es nicht. Oder ich bin einfach zu gut. Ich bin einfach ein zu krasser Profizocker. Das ist halt so der Fluch, wenn man so gut ist wie ich, dass einem alles total einfach fällt. Keine Herausforderung. Kann man die einfach hier weghauen. Ja, mir fehlt auch so ein bisschen diese strategische Komponente, dass man bewusst irgendwie ein Element nutzt oder einen bestimmten Skill, um Gegner zu schwächen. Aber schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Siehst du den Bach? Dem folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Im Handumdrehen. Hier sind wir hergekommen, ne? Dem Bach folgen. Aber hier war doch zu. Oder meinst du in die andere Richtung? Ich kann jetzt auch gar nicht hier diese Taste drücken, die das Ziel vorgibt. Aber das scheint hier schon der richtige Weg zu sein. Ja. Ein Heiltrank. Inventar voll, Heiltrank automatisch verwendet. Okay. Also man kann scheinbar echt nicht mehr Heiltränke tragen. Kann man sich auch keinen dicken Vorrat aufbauen. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man so einen Vorrat hätte, der dann einfach... Im Kampf kannst du halt nur 4 benutzen. Im Vorrat hast du aber, keine Ahnung, 100. Und wenn du alle 4 im Kampf benutzt, kannst du halt erst im nächsten Kampf die wieder benutzen, die dann automatisch aus dem Vorrat genommen werden. Was bringt es mir dann hier irgendwie vorausschauender zu spielen, wenn ich eh nicht mehr ertragen kann? Schon wieder einen Heiltrank gefunden. Ich meine, ich habe ja auch noch den Hund, der mich heilen kann. Was macht denn der Hund, wenn ich ihm keine Kommandos gebe? Kämpft er dann auch automatisch mit? Der hat jetzt einfach viel Leben. Ich meine, das wird halt viel mehr wehtun, wenn der mich einmal trifft und mein halbes Leben weg wäre. Oder, weiß nicht, ein Viertel oder so. Ja, und es ist tatsächlich auch sehr schlauchig, dadurch, dass es jetzt kein Open World mehr ist. Was ja an sich erstmal nicht schlimm ist. Aber irgendwie fühlt sich das auch nach Rückschritt an. Falls ihr versteht, was ich meine. Nachdem der letzte Teil auch schon Open World war. Was sind das, die Eisenmänner? Ein Valuta. Valuta, was ist das? Der denn hier? Folgen wir ihm. Und...
wie abgesprochen. Alle dort, gleich unten im Dorf. Sehr gut. Gehen wir. Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Jetzt wird er bestimmt eliminiert. Ach. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gilf verraten. Boah, das war ein geiler Shot. Jetzt ihre Gedächtnisse gelöscht oder was? Benedikta Hamann, Kopf der königlichen Späher Valuts. Das wäre vielleicht die Chance. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Kaiserknechte. Natürlich aufs Battlefield direkt. Die sehen schon was zäher aus jetzt, die Gegner. Wenigstens keine Riesen-Action. Naja, okay, One-Hit ist ja schon sehr herausfordernd. Ah, er scheint. Okay, er scheint mehr Leben zu haben. Da war doch noch ein dritter, oder ist er schon down? Der hat mich jetzt auch automatisch geheilt, der Wolf, obwohl ich dem nichts angelegt habe. Ja, das mit dem Ausweichen klappt irgendwie nicht so gut bei ihm hier. Mir klappt das gut. Ich auch den Combo raushauen? Ja, der fliegt auch nicht weg. Dieser Feuerball, der macht irgendwie trotzdem nicht so viel Schaden. Ach genau, das filmische Ausweichen. Okay, hier muss man Fähig spammen. Dass es da unten auch nochmal steht, ne? So süß. Als wenn ich das nicht wüsste. Die Kämpfe sind auf jeden Fall geil inszeniert. Sieht cool aus. Also die Kämpfe sind echt das Highlight irgendwie bis jetzt, die Bosskämpfe. Da hat er mich wieder dran gekriegt. Oha! Okay, würde ich mal einen Heiltrank. Ich wollte es eigentlich nicht so weit kommen lassen. Aber er lässt mir keine andere Wahl. Die Special Attacks, die machen so absurd viel Schaden. Nein, jetzt habe ich daneben gehauen. Das ist natürlich bitter. Aber sowas passiert.
Ich glaube, dieses Combo macht zwar vom Schaden her keinen Sinn, aber vom Timing her. Scheint er trotzdem noch gut fighten zu können, dafür, dass er eine Waffe verloren hat. Mitternachtsrat ist auch ein cooler Name irgendwie. Ui. Mitternachtsraben bezwungen. Noch eine Kette bekommen, die uns stärker macht. Kaiserknechte, hat er gesagt. Schau doch mal in den Spiegel. Aber dein Schwert führst du wie ein Schild Rosarias, garniert mit einer Phönixfeder. Da fällt mir ein. Was denkst du? Ob die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. Nicht, dass ich den Überlieferungen aufs Wort glauben würde, aber der Punkt ist klar. Über das Feuer herrscht nur ein Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der nächste. Selbst dann kann's Jahre dauern. Andererseits wirkst du nicht wie ein Lügner. Bleibt also nur die eine Person zu finden, die uns mehr dazu sagen könnte. Und die ist in Kielbrück. Ja, ich war gespannt. Unsere Valuta-Freunde finden wir sicher auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Tja, dann geht er leider leer aus. Ja, keiner, dass wir das waren. Abschnitt wiederholen unter Arcade-Modus. Beim Arettstein im Versteck sind jetzt die Option Abschnitt wiederholen unter Arcade-Modus verfügbar. Sehen, nein, um mehr zu erfahren. Ah, vielleicht kann man da so ein bisschen mehr Challenge haben. Könnte man eigentlich jetzt mal abchecken, ne? Was das ist. Man kann ja jetzt scheinbar... Also hier kann man scheinbar nicht mehr hin. Aber ins Versteck. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier, ne? In die nächste Area. Kann man ja später nochmal abchecken. Vielleicht auch irgendwie nochmal irgendwie XP zu farmen oder so. Einige Zeit später. Das Heilige Kaiserreich Sanberque. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade, was? Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. Ein aktivierter Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu dessen Standort.
Er kann sowohl über die Weltkarte, auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Um eine Obelisten zu aktivieren, muss Clive sich ihm nähern. Okay. Also hier ist ein Speicherpunkt, ne? Können wir mal hier die Karte abchecken. Oh, das scheint ja schon was größer zu sein. Ja, bei Hügeltal. Man, das sieht auf jeden Fall viel offener jetzt aus hier. Oder meine ich das nur? Also nicht mehr so schlauchig. Das finde ich, fände ich jetzt geil. Wenn es hier noch so Nebenquests und sowas geben würde. Ach, man kann sogar hier durchlaufen. War ich übrigens auch schon mal in so einer Area wandern, wo so Weinsträucher waren. Ja, die haben wir weggehauen. Ja, aber Nebenquest würde ich jetzt auch erstmal nicht mehr machen. Das war viel zu stabil. Es wird dann ja noch einfacher, wenn man überlevelt ist. Und hier liegt noch ein Item. Lustig, dass man hier auch einfach komplett durchlaufen kann, auch durch diese Holzdinger. Ich dachte gerade schon, das wäre einfach nur eine flache Textur. Freund oder Feind ist die Frage. Freunde. Der hat einen guten Lebensbalken. Keinen Schritt weiter! Ja, vielleicht sind auch einfach nur die normalen Kämpfe da, um die Gegner schön wegzuhauen. Mehr Valuta. Aber warum? Was wollen sie hier? Dann frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch schon an ein paar Secrets vorbeigelaufen, zum Beispiel hier oben. Aber ob ich mir jetzt die Mühe mache, da nochmal hinzulaufen, dann liegt da irgendwie ein popliges Crafting-Material, was wir eh nicht brauchen. Weil eine halbe Stunde später wir eine bessere Waffe bekommen. Ah, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie eigentlich noch einen Kampf. Level up. Ja, jetzt sind wir overpowered. Es gibt auch irgendwie nicht so die große Möglichkeit, hier irgendwie besonders individuell sich den Charakter zu gestalten, ne? Also ich meine, der levelt auf, da kann man jetzt keine Punkte verteilen, konnte man jetzt bei Final Fantasy noch nie. Oder ja, so Skills oder so. Ich meine, man kann zwar schon die einzelnen Fähigkeiten verbessern. Vielleicht auch mal gucken, ne? Komm, machen das mal. Also hier gibt es eine neue Fähigkeit. Aber die verbraucht dann einen Slot. Was ist das denn hier? Der Phönixflug. Ach, das ist dieses Teleportieren, was ich total selten benutze. Dieser Powerschlag, den könnte man halt verbessern. Ist das gelernt? Ja, hier. Das ist dieser Combo. Das ist das Aufladen. Double Jump. Man kann es sogar vergessen. Ich würde ehrlich gesagt einfach hier den Schlag verbessern. Ich vermute, dass es dann einfach mehr Schaden macht. Da steht ja oben, ist ja einmal 3 Sterne für Magie, für Angriff und 2-4 für Magie. Ja, immer noch, aber halt verbessert. Kann man wahrscheinlich jetzt nochmal verbessern, beziehungsweise meistern. Haben wir aber nicht genug Punkte für. Ja, genau, ich schätze mal, hier könnte man dann den dritten auswählen. Das nehmen wir noch, ne? Den Angriffswert. Das haben wir uns ja verdient. Die anderen Sachen haben wir uns gefühlt nicht verdient.
Wupp, wupp, geht's weiter. Haben wir jetzt eigentlich oben was gefunden? Hab ich jetzt gar nicht... Achso, da war ein Kampf, ne? Kielbrück. Das ist jetzt das Dorf? Wollten wir nicht in ein Dorf gehen? Ach, da ist es doch. Keine Valuta in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Subtil. Okay. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Irgendjemand muss hier doch sein. Ach, hier ist so ein Teleport-Obelisk. Ja, hier scheint... Wer weint denn hier? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Keine Sorge. Ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Dann auf zur Kirche. Komm mit, Jung. Da wartet bestimmt ein Kampf auf uns. Ist der jetzt verseucht oder so? Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Ja. Du bist spät. Mach Platz. Wer bist du denn? Clive! Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valuta haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei? Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Dreimal darfst du raten, wo der hin will. Clive, ihm nach. Der will uns verraten. Der Arme. Der will doch auch einfach nur leben. Wir müssen ihn jetzt leider hinrichten. Könnt ihn auch gefangen nehmen. Wir können jetzt auch nicht schneller laufen, also sprinten. Also wir sprinten schon. Doch wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich früher oder später zeigen. Sehr gut. Und die Träger? Sie sind bereits auf dem Weg nach... Was hat der denn da am Bart? Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Jetzt hier auch wie so ein Sack, ne? In meinem Tanktop. Ihr habt mein Wort. Meine Herren, zum Wohl!
Stoßen wir an. Aber ich muss dazu sagen, ja, zu meinem Tank, es ist auch einfach warm, ne, jetzt auch mit der Lampe, ne. Ich könnte die zwar auch ausmachen, aber dann würde ich mich nicht mehr sehen. Danke. Trinken wir auf die Herren des Winds und den König. Hey. Den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedicta! Kaiserliche! Oh, er ist entkommen. Und statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Oh, ist jetzt dumm, dass sie ihn jetzt umbringt, ne? Er hätte ja auch mitkämpfen können noch. Na, wen haben wir denn hier? Ein kaiserlicher Träger. Gut, hatte schon Langeweile. Ich weiß nicht, sind wir nicht eigentlich so mit diesem Tattoo jetzt, wären wir nicht auf der Seite von denen eigentlich gewesen? Oder ist das jetzt wieder eine andere Fraktion? Ja, sie scheint irgendwelche Windkräfte zu haben. Ist also auch ein Dominus. Woher? Da kann jemanden beschwören einfach. Oder ist das eine Esper jetzt? Halt einfach 6, ne? Schnell, meine Wunden! Helf mir! Da, ja, dem konnte ich irgendwie nicht ausweichen, zu meiner Verteidigung. Geht aber auch schnell hier mit dem Runterhauen. Also wenn ich das mit dem Angriff spamme bei ihm, mit dem Hund, dann haut er auch öfter drauf, ne? Ist ein bisschen komisch, dass diese Skills von dem Hund keinen Cooldown haben. Ich meine, sie sind auch relativ wirkungslos. Ah. Medaillon des Klerikers erhöht die Wirkung von Heiltränken um 20%. Okay, und die anderen Sachen sind zum Craften. Ich meine, das ist natürlich cool. Das werden wir auch benutzen. Aber im Gegensatz zu diesem Amulett, was einen automatisch ausweichen lässt, ist es halt nichts. Ne? Also das ist das Ausweichamulett ist, denke ich mal, so eins der stärksten Items im Spiel. Jetzt kommt er nach der Arbeit. Sidolphus. Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedicta. Die Benedicta, die erinnert mich auch ein bisschen an Beatrix aus Final Fantasy 9. Sag. War ja auch ein sehr cooler Sidolphus. Charakter. Sei ehrlich, warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage.
Herr Kommandant. Aufs Geldgier. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du dann hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedicta! Wir haben den Dominus gefasst! Hey. Ach, nie hat man seine Ruhe. Das ist jetzt dieser zweite Feuer. Weg ist sie. Feuerbeschwörer. Feuerdominus. Ah, ich habe sowieso eine Vermutung, was diese Geschichte mit dem Feuerdominus angeht. Ich dachte, dass wir das eventuell selbst sind. Man hat ja auch so am Ende vom. Sag ich mal, von der Demo gesehen, dass da so ein Typ in Flammen war, irgendwie so eine Gestalt. Hat sie ganz gesagt, wo sie ganz komisch. Nein. Ich hatte ja auch die Vermutung, dass der Bruder nicht tot ist und so, aber ja, wahrscheinlich ist er echt tot. Aber ja, das wird man noch alles sehen, ne? Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht. Überlassen wir das unserem Gav. Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Oh, treibe die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand und tausende Feinde sind rasch übermannt. Eieiei. Im Himmel und spaltet die Erd. Sein Speer hat den Sturm sich vor jedem zu, Clive. Und wenn Rache wird ihn nicht zurückbringen. Niemals. 13 Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Weiß ja nicht, ob er es war, ne? Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Währenddessen. Ja, die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht. Eine Handvoll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen,
Doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt? Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Sieht aber auch schon eher aus nach dieser Gestalt, die wir da gesehen haben, muss man dazu sagen, ne? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Oh. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Oh. Lord Margrave, nicht! Sie ist eine echte Bitch. Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu ihnen, ja? Hat ja gerade Lord Margrave gesagt. Er vermutet das, ja. Wer weiß, wer das ist, ne? Ich meine, woher wissen die denn, dass er der Dominus des Feuers ist? Hat er seine Kräfte irgendwie gezeigt? Oder vermuten die das nur, kann man es irgendwie sehen? Clive! Hm? Wach auf, Gerf ist da. Kernovon. Eine der Festungen des Kaiserreichs. Nur offensichtlich nicht fest genug für die Valuta. Sie haben die Träger dort eingelocht. Kein Zweifel. Benedicta wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein. Und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Gute Frage, Gav. Du wartest vor dem Care und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gav. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Na gut. Schatten der Nacht. Neue Ware. Im Verlauf der Geschichte werden immer wieder neue Gegenstände in Charons Brötchen sowie Schmiedepläne in blühenden Ambers verfügbar. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. Okay, jetzt sind wir hier in der Stadt. Aber ich würde jetzt mal einen Break machen für die Aufnahme. Und genau, dann
die Folge auch so hochladen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.